Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, die Freitagnachtausgabe. Wie immer eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Simone ist die erste Anruferin heute Nacht und Simone ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Simone. Dein Thema. Ich möchte anknüpfen an das Thema von letzten Freitag, das letzte Gespräch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, sag's mal, was es war. Da ging es um eine Frau, die war 25, die hat angerufen, weil sie ist mit ihrem Freund zusammen und der ging jungfräulich in die Beziehung. Ja. Und sie hat jetzt befürchtet, dass er ihr fremd geht. Ja, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat und er vielleicht das eine oder andere auch gerne noch erleben möchte. Genau, und so. Bei mir ist jetzt genau umgekehrt der Fall, bloß noch das Ganze etwas drastischer. Mhm. Ich bin mit meinem Freund mittlerweile verlobt und fast 5 Jahre und 8 Monate zusammen. 5 Jahre, 8 Monate? Ja, mhm. Und ich hatte halt vor dieser Beziehung noch gar niemand anders. Also auch noch keinen Kuss und so, das war alles nur von ihm das Erste. Ja, also bist du als Jungfrau in diese Beziehung reingegangen? Ja, aber ja. Komplett, ja. Aber komplett, ja. Mhm. Und also auch, ich habe noch niemand anders vorher geküsst und so. Mhm. Ja. Und das ging auch ziemlich lang, bis wir dann zum ersten Mal miteinander geschlafen haben. Mhm. Ging ein ganzes Jahr. Und ja, mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass mir Erfahrung fehlt. Ja. Manchmal. Ja. Und das Problem, also wenn wir zusammen sind und so, dann geht das alles noch, aber ich werde jetzt im Juli für ein halbes Jahr nach Guatemala gehen. Mhm. Und habe so die Befürchtung, dass, ja, ich weiß nicht so recht. Da könnte was passieren. Ja. Warum gehst du nach Guatemala? Das ist ja doch eher doch ein ungewöhnlicheres Land, wenn man so einfach mal eine Weile hingeht, oder? Also ich mache jetzt Examen, bin dann fertig und möchte einfach so ein halbes Jahr Pause in meinem Leben haben. Ja, und wie kamst du gerade auf Guatemala? Ich war mal in Kolumbien für 2 Monate und ja. War so fasziniert von Spanisch und so. Ah ja. So, wie alt ist denn dein Freund? 28. Jetzt. 28? Ja. Mhm. Weiß der von deinen Bedenklichkeiten, die dich umtreiben im Moment? Ja, der hat gemeint, ich soll dich mal anrufen. Abgesehen davon, dass er meinte, dass du mal anrufen sollst, was denkt er denn so generell zu dem Problem? Ja, das Problem ist, dass er nicht so eifersüchtig ist. Also er kann das sogar verstehen. Ja. Dass ich, Das ist doch schon mal eine gute Grundhaltung. Naja. Oder ärgert dich das gar? Ja, nicht richtig. Also wenn er richtig eifersüchtig wäre, ich denke, dann würde ich es eher nicht machen. Ja. Aber. Also Fakt ist, über fünf Jahre mit deinem Freund zusammen. Du bist 23 Jahre alt. Vorher hattest du noch gar keine Beziehungen, keinen Freund, keinen Mann, keinen Sex, kein Küssen, nichts, gar nichts. Ist denn die Beziehung schön noch? Ja, ziemlich. Sehr schön, also ganz noch. Toll, ja. Ganz toll. Aber also, wir sehen uns halt nur am Wochenende meistens. Naja, das kann es ja auch frisch halten. Ja, unter Umständen. Du liebst ihn sehr. Ja. Er dich auch. Ja. Wie ist es im Bett? Ganz gut, doch. Ja, ganz gut. Ja. Mhm. Also ich denke nicht, dass mir irgend... also ich denke, ich habe schon ziemlich viel ausprobiert und so weiter, was andere Leute nicht haben. Ja. Aber irgendwie fehlt mir noch so die Quantität. Ja. Wie kommt das denn, dass du alleine nach Guatemala gehst? Gab es die Überlegung, auch mit deinem Freund vielleicht wegzugehen? Ja, er will mich vielleicht besuchen für 1 oder 2 Monate. Na gut, aber wie kam es zu der Überlegung, dass du ganz alleine gehst? Ist ja auch schon interessant, ne? Nö, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also. Aha. Und für ihn ist es auch kein Problem, dass du dann doch eine ganze Weile weg bist? Nein, denke ich nicht. Nee. Hat er dir denn irgendwie so bei all seinem Verständnis so durch die Blume schon signalisiert, naja, wenn es unsere Beziehung nicht ankratzt, mach ruhig mal ein paar Erfahrungen? Nee, so nicht. So krass nicht? Also er möchte eigentlich nicht, dass ich mit jemand anders was mache oder so. Mhm. Aber andererseits sagt er, er kann es verstehen. Und es gab da mal einen Zwischenfall.
Das war vor anderthalb Jahren, da war ich mit meiner Schwester für 5,5 Wochen in Indien und habe da jemanden kennengelernt und den habe ich auch geküsst. Oh. Ja. Hey. Und dann kam in Indien schon geküsst. Wer weiß, was in Guatemala passiert. Ja, eben. Und du bist aber eine alte Reisetante, ne? Ja, schon. Mann. Also, das ist immer ein großes Problem, wenn man so jungfräulich in eine Beziehung gegangen ist, schon sehr lange da mit dem Partner zusammen war, dass man natürlich auch neugierig ist und vielleicht auch andere Erfahrungen machen will. Ich finde, das ist immer sehr schwierig zu raten. Einerseits finde ich es ja toll, wenn man ein Paar ist und sich wirklich treu ist und zusammensteht. Andererseits kann ich das auch gut verstehen. Jetzt ist die Frage, wie kann man da vielleicht irgendwie alles unter einen Hut kriegen? Dass du die Beziehung möchtest du ja nicht aufgeben. Nee. Er hat auch schon vorgeschlagen, dass wir irgendwie mal noch einen Mann dazu holen oder so, aber das möchte ich nicht. Ja, immerhin. Kommt von seiner Seite aus ja doch einiges an Initiative. Er zumindest einmal versteht er das so ein bisschen und dann sagt er das. Ist ja schon was. Ja. Was wäre denn, wenn du ihm sagen würdest, pass auf, ich bin in Guatemala ist weit weg, lass mir mal einfach ein bisschen freie Hand. Ich liebe dich, wir beide sind zusammen, aber ich will mal sehen, was so passiert. Ich will mal alles auf mich zukommen lassen. Könnte er damit leben? Weiß ich nicht, muss ich ihn fragen. Würdest du das denn gerne wollen? Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ja, denn ich glaube ja, dass man sich in so einem Fall als Paar gewisse Freiheiten lassen sollte. Wenn man das nämlich nicht tut, besteht vielleicht die Gefahr, dass nach noch weiteren 1, 2, 3 Jahren man sich so zugeschnürt in der Beziehung fühlt, dass dann wirklich alles aufbricht, kaputt geht und das war's dann. Mhm. Deswegen, wenn beide Seiten damit einverstanden sind, würde ich immer dafür plädieren zu sagen, komm, dann machen wir mal halt so ein bisschen die Erfahrungen, aber unsere Beziehung ist heilig, daran wird nicht gerüttelt. Aber lass mir mal ein bisschen Auslauf. Schlag ihm das doch mal vor, rede doch mal mit ihm drüber. Okay, mache ich. Weil du möchtest es ja, ne? Ja, so ein bisschen schon. Ich habe halt doch Angst, dass er dann irgendwie Konsequenzen zieht. Mhm. Nee, deswegen, das muss klar abgesprochen werden. Ja. Ne? Und du siehst ja an seiner Reaktion, vielleicht ist ihm das ja auch relativ egal, weil es eben so sehr weit weg ist. Und weil es ihn da nicht so kratzt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine Fehleinschätzung. Ja, aber dann müsste ich ihm das gleich ja auch zugestehen. Ja, musst du. Ja, das musst du, na klar. Ja, interessant, lass uns darüber sprechen. Ja, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Also ihm das zugestehen, weil er hatte schon... Achso, du stehst auf dem Standpunkt, er hatte ja schon seine Erfahrungen. Ja. Und du ist auch gut damit, ne? Ja, schon. Hm, ist natürlich auch wieder ein Argument. Also er hatte auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Also wenn ihr ins Verhandeln kommt... Und er das dann sagt, ja, pass auf Simone, dann lass mir aber auch freie Hand, dann musst du es, glaube ich, doch schon machen. Ja. Dann ist es alles noch entspannter, weil sonst hat er vielleicht auch ein bisschen Zorn und denkt, die in Guatemala küsst nicht nur und ich sitze hier im Trocknen. Das stimmt, das wäre sonst unfair. Also red erstmal, schlag's mal vor und dann muss man weitersehen. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800. 5678111, die Telefonnummer und die E-Mail, unsere E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Und unsere Themen könnt ihr angucken unter domian.de. Und eine ganz tolle Fanseite könnt ihr euch angucken unter nachtlager.de. Marlies, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Marlies. Ich freue mich, dass ich deine Stimme höre, nicht nur durch den Fernseher immer. Ich gucke deine Sendung fast jede Nacht. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja. Um was geht's denn? Ja, ich rufe an, weil es mir nicht so gut geht. Mhm. Und zwar habe ich ein Problem. Das ist für mich eher peinlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Und für dich und für die Zuhörer eher eklig. Eklig? Ja, ich hoffe, keiner isst jetzt zu der späten Zeit noch. Also, liebe Leute... Hamburger und Chips zur Seite legen, es wird ernst. Genau. Marlies erzählt jetzt. Es wird eklig, genau. Und zwar leide ich an einer Krankheit, wo ich den Namen noch gar nicht weiß, die Bezeichnung. Ich war schon bei zig Ärzten. Jetzt schildere ich erstmal meine Symptome. Ja. Das ist folgendes. Handinkontinenz ist ja ein Begriff, aber ich habe Stuhlinkontinenz. Und das ist so schrecklich, das behindert mich so im Alltag. Das habe ich, wie gesagt, seit einem Jahr ungefähr.
Kam das von heute auf morgen ganz plötzlich? Nein, schleichend. Aha. Das ist mir aufgefallen, wenn ich mit meinem Mann gehe sehr gerne spazieren. Ja. Und dann schaffe ich das nur ein ganz kleines Stück. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, du warst doch vorher auf Toilette. Ja. Ich meine, danach war ich ja schon cleverer. Dann bin ich ja, bevor wir spazieren gegangen sind, habe ich mir Zeit genommen, habe ich mich auf Toilette gesetzt. Mhm. Und dann ist das Witzige an der Sache, ich habe meinen Darm entleert. Ja. Und das Peinliche ist, also man muss sich vorstellen, höchstens 500 Meter mhm. ungefähr mhm. oder 700 Meter. Mhm. Und dann ist es so über mich gekommen, dass ich die Kontrolle über meinen Körper nicht mehr hatte. Ja. Das heißt, ich hatte höchstens, ich habe mal so geschätzt, unter 5 Minuten Zeit, mein Geschäft zu erledigen. Mhm. So, und wenn ich in der Nähe keine Toilette habe, ja. dann stehe ich da. Dann da sind mir schon viele Malheurs passiert. Und dann geht's in die Unterhose. Ja, aber reichlich. Mhm. Also dieses warme, weiche Gefühl, das mhm. ist schrecklich. Das heißt, du kannst, so wie wir das alle können, du kannst es nicht bestimmen. Du kannst nicht den Schließmuskel schließen und einfach anhalten. Das geht nicht. Das ist das Schlimme. Mhm, das geht nicht. Das geht nicht. Aber mhm. das Schlimme ist, ich muss sagen, das macht mich ja, das verunsichert mich ja gerade so, mhm. dass ich manchmal vielleicht ein paar Wochen Ruhe habe, aber so. Gerade dann, wenn ich das nicht gebrauchen kann, dann kommt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ist so schrecklich. Höllisch ist, ja. Also ich will mal ein paar Sachen aufzählen. Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben hier. Oder sag mir mal ganz einfach, bevor du die Punkte abarbeitest, was war das Peinlichste, was dir bisher diesbezüglich passiert ist? Das Peinlichste kann ich sagen. Das Peinlichste war Folgendes. Wir sind wieder mal spazieren gegangen, mein Mann und ich. Mhm. Und ich merkte, also nur noch ein paar Minuten. Mhm. Also nicht länger als 5 Minuten. Mhm. Und wir wohnen in einer ziemlich ruhigen Gegend, da sind wenig Häuser. Ja. Abgesehen davon habe ich auch schon bei fremden Leuten angestellt, um auf Toilette zu gehen. Aber diesmal war kein Haus in der Nähe. Da kam nur eine Kindertagesstätte. Ja. Und ich hörte Kinder lachen, Kinder schreien, Kinder spielen. Und ich dachte auch, die müssen auch eine Toilette haben. Und dann ging ich um das ganze Gebäude herum. Mhm. Aber die haben natürlich die Kinder absichern wollen. Alle Ausgänge haben sie praktisch abgeschlossen, nur einen einzigen offen gelassen. Ja. Das heißt, ich habe praktisch immer an den falschen geklingelt und ich merkte meine Sekunden, die drängen. Ja. Und dann habe ich das bis zur letzten Tür nicht mehr geschafft und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt die Entscheidung haben zwischen warmes Gefühl in der Hose, was ich ja nicht haben wollte, das ist ja peinlich. Oder ich nutze die Chance und suche mir einen Platz. Mhm. Und das ist so peinlich für mich gewesen. Da habe ich mich wirklich an dieses Gebäude, eigentlich wie so ein Hund, kann man sagen. Das ist peinlich, total peinlich. Aber wenn man nicht aus noch einweist. Hat es denn jemand gesehen? Ja, das ist ja das Problem. In dem Augenblick war mir das so egal. Ich habe nur rund um mich herum geguckt, ob da Kinder in der Nähe sind. Mhm. Ich habe kein Kind gesehen. Ich weiß aber nicht, ob welche Kinder aus dem Fenster zufällig geguckt haben. Mhm. Ich habe mich da echt an die Häuserwand gehockt und habe gedacht, das war auch noch im Winter. Achso, es hat dich aber dann kein Kind überrascht oder so? Gott sei Dank nicht. Du weißt bis heute nicht, ob es jemand gesehen hat? Nein, das weiß ich immer noch nicht. Bist du berufstätig? Nein, bin ich nicht. Was sagt dein Mann dazu? Wie geht er damit um? Ja, das Schöne ist, ich habe einen ganz lieben Mann. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen lache ich jetzt auch ein bisschen. Ich meine, mein Problem ist wirklich sehr ernst, ja? Und wenn ich jetzt ein bisschen lache, musst du mir das verzeihen, weil... Natürlich. Ohne Humor... würde ich das gar nicht schaffen. Ja, ist ja gut, wenn du es so, wenn es mit Humor sehen kannst. Mein Mann, der hat sogar den Kommentar losgelassen und hat gesagt, weißt du was, es ist heutzutage alles möglich. Vielleicht hast du ein bisschen was von irgendwelchen Genen von einem Hund in dir. So. Ich meine, da können Sie mal sehen, wie humorvoll mein Mann ist. So, aber so nimmt er das. Da sagt er, du gehst raus. Es ist ja meistens so, wenn ich rausgehe. Mhm. Und ein Hund, der freut sich ja auch, wenn er rausgeht. Ne? Also die Gefahr besteht ja auch nur, wenn du unterwegs irgendwo bist. Das heißt, wenn du in der Wohnung bist und das Gefühl kommt, kannst du immer noch zur Toilette gehen. Es ist nicht innerhalb von Sekunden, dass es aus dir herauskommt. Heraus will. Da, so ist es nicht. Nein, in Sekunden nicht. Gott sei Dank. Wäre noch schlimmer. Du warst deshalb sicherlich schon bei Ärzten. Ja, ich habe alles machen lassen. Und man findet keine Ursachen? Ich kenne zum Beispiel, ich bin früher im ärztlichen Dienst tätig gewesen, muss ich sagen. Jetzt bin ich Hausfrau. Ja. Und deswegen kann ich mich selber auch per Internet ein bisschen weiterbilden. Ja. Zum Beispiel, es gibt doch den Candida-Pilz, das ist ein Darmpilz. Mhm.
Darauf habe ich getippt, deswegen habe ich Stuhluntersuchungen machen lassen, Darmspiegelungen, Blutuntersuchungen machen lassen, dass die Gallensäfte richtig auf den Darm anwirken. Es gibt, ich habe alle Untersuchungen gemacht, die es gibt. Also du hast eine ganze Menge unternommen und bisher steht man vor einem Rätsel, was es sein könnte. Nimmt es zu? Nein, das ist gleichbleibend. Das ist gleichbleibend. Manchmal ein paar Wochen Ruhe. Ja. Aber wie gesagt, sei ich, meinetwegen bin ich auf der Autobahn. Oder ja, es grenzt ja deinen Alltag völlig ein. Ne? Du musst ja immer überlegen, was mache ich jetzt? Besteht die Möglichkeit, dass ich schnell innerhalb von ein paar Minuten auf eine Toilette komme? Das ist grauselig. Ist das so krass schon? Das ist ganz krass. Dass du auch Windeln trägst manchmal, wenn du irgendwie unterwegs bist? Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt vor, eine Urlaubsreise zu machen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wohin das geht. Das wäre zu auffällig. Auf jeden Fall habe ich keine Lust, sag ich jetzt mal, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, Spaziergänge mache, auf so einem schönen weißen Sandstrand, wo wirklich weit und breit keine Toilette ist, da irgendwas zu hinterlassen, was da nicht in den Rahmen passt. Ja. Und jetzt habe ich mir im Sanitätshaus habe ich mir solche Vorlagen gekauft. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, das zu machen. Das, was nur ein bisschen unheimlich daran ist, ist, dass man medizinisch überhaupt gar keine Richtung erahnt, ne? Woher es kommt, was es sein könnte. Ja, das ist das Schlimme. Ich würde gerne mal vorschlagen, ich sage jetzt unsere Faxnummer hier. Ja, ne? Genau, deswegen rufe ich ja an. Genau das ist es. Und wenn sich jemand wiedererkannt hat in dem, was du erzählt hast, was durchaus sein kann, der möge doch bitte faxen unter 0800 5678 110. Ich sag's gleich nochmal, die Faxnummer. Dann würden wir das an dich weitergeben. Das wäre sehr nett. Und vielleicht ist es für dich eine Hilfe. Das wär doch sehr schön. Das war der Grund, warum ich angerufen habe. Was ich aber noch dazufügen muss oder möchte gerne, das ist, damit sich die Leute das vielleicht vorstellen können oder die Leute, die sich angesprochen fühlen jetzt, ja. Das ist so, das kommt mit so einem Druck auch, ja, dass ich das nicht zurückhalten kann. Also es ist nicht so das normale Stuhlganggefühl, sondern es kommt dann wirklich mit Schmackes. Genau, aber wie mit Schmackes, ja. Das heißt zum Beispiel, ich habe bei Leuten geklingelt und der eine Mann, der war ein bisschen lahm, dass er mir die Tür aufgemacht hat, also wie gesagt, fremde Leute, und bis er mir die Toilette gezeigt hat, da habe ich gedacht, hoffentlich geht's ein bisschen schneller. Ne? Aber es ist nicht dünnflüssig. Doch, es ist doch manchmal so wie Kaffee. Oh ja. So. Jetzt vertiefen wir es nicht weiter. Ich glaube, die sich angesprochen fühlen würden. Ich habe alle gewarnt. Ich habe gesagt, das ist eklig. Die haben das jetzt kapiert. Nochmal die Faxnummer 0800 5678 110. Liebe Marlis, ich hoffe, dass wir jemanden finden, der dir vielleicht ein bisschen irgendwie einen Tipp geben kann, weiterhelfen kann. Ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen einen schönen Urlaub. Also war erstmal schön, mit dir zu sprechen. Und wäre schön, wenn du was bewirken könntest. Ich hoffe sehr. Ich finde deine Sendung super. Dankeschön, Marlis. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, und weiter geht's. Freitag, nachts, Freitimmen, Sendung hier bei uns. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und jetzt habe ich eine Strippe, die Elgin, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Also, das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen komisch, weil ich hatte eigentlich nur einen Fax geschickt. Ja. Hatte jetzt nicht gedacht, dass ich mit dir spreche, aber... Ja. Aber umso besser. Ich freue mich, dass du da bist. Und was geht es denn bei dir und in dem Fax? Du wirst gleich wieder ein Gesicht ziehen, nehme ich mal an, aber das geht jetzt mal wieder mal um den Daniel Kübelbeck. Ach so. Du warst das. Ja, wir können gerne drüber reden. Ja, okay. Du bist ein Fan. Das will ich jetzt nicht so sagen. Ja. Es ist nur so, das ist etwas zwiegespalten. Ich finde, einerseits wird gesagt, die Sendung bestünde aus Plastik und Lüge und sonst was. Ja. Andererseits ist der Daniel Kübelberg einer derjenigen, der dieses Klischee etwas aufzuheben vermag, meines Erachtens. Also der ehrlich ist, der dem Leben wohlgesonnen gegenübersteht. Ich habe ihn jetzt also in der Kerner-Show auch nochmal gesehen und ich befasse mich ein bisschen mit ihm. Also ich bin auch so neigerutscht in das Ganze. Ja. Ich wollte auch nicht so ganz, aber da ich mich mit Musik sehr beschäftige, bin ich da ein bisschen reingerutscht. Und ich meine, das ist natürlich recht, dass er nicht so glatt poliert ist wie die anderen, aber das ist ja auch Konzept, glaube ich, dieser Show, ne? Dass da ein so ein etwas bunteres Vöglein dazwischen zwitschert, welches gar nicht richtig zwitschern kann.
Sicher, das Gleiche habe ich ein bisschen in meiner ganzen Laufbahn erlebt. Das ist vielleicht auch das, dass man sich dann ein bisschen damit identifiziert. Ja, so. Aber andererseits bin ich der Meinung, das habe ich auch im Fax geschrieben, kann ein Chris Norman singen, kann eine Bonnie Tyler singen, kann ein Rod Stewart, sie können es doch alle irgendwo nicht singen. Aber sie haben eine gewisse Ausstrahlung. Hm. Also du meinst, dass Daniel Kübelböck, dass er die Ausstrahlung hat und dass er dadurch schon irgendwie die Grundvoraussetzung mitbringt für einen Star. Also nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat zumindest das gewisse andere, das gewisse etwas, er ist ein bisschen anders. Nur sagen viele, dass er so tuntig ist. Findest du es auch? Was ist er? Nur sagen viele Leute, dass er so tuntig wirkt. Sagst du das auch? Das finde ich nicht. Ich finde, er wird ein bisschen vielleicht dazu gemacht und er wird in eine gewisse Unsicherheit getrieben. Also ich kenne das, wie gesagt, von meinem Studium her. Man wird oft in so gewisse Unsicherheit getrieben, zu etwas gemacht, was man eigentlich gar nicht ist. Und dann versucht man sich zu rechtfertigen, zu verteidigen und was weiß ich. Kommst du, darf ich mal fragen, kommst du auch so aus der Ecke, woher er kommt? Ich bin aus München. Aus München, ja, so Süddeutschland klang die Stimme so ein bisschen. Das. Also ich bin, ich mag die Bayern unglaublich und das ist vielleicht auch ein bisschen gewisse Mentalitätsgeschichte. Wobei, er spricht ja gar nicht richtig bayerisch, der spricht manchmal so fast schon österreichisch, ne? Oder? Der ist so als Eckenfelsen, also schon die Ecke, also das ist... Sag mal, aber du findest, wir sind doch sicher einer Meinung, wenn wir sagen, und da werden die Fans ja auch nichts gegen sagen können, dass er nicht singen kann. Ne? Ich finde nicht, dass er nicht singen kann. Ich finde, aber die Stimme brach ja bei den letzten Malen manchmal so richtig peinlich weg, ne? Dass man vor dem Fernseher zusammenzuckte und dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Ja gut, aber was ist ja zum Beispiel Frank Sinatra? Immer so richtig singen können die doch. Ich finde, es muss in irgendeiner Form rüberkommen. Es muss, also bei dem Disco-Song zum Beispiel bei ABBA, Dancing Queen, My Ring, er hat nicht geschafft, gewisse Teile des Liedes oder des Titels wirklich professionell. Also ich merke schon, dass du da das Publikum halt angezogen. Ich merke schon, dass du da sehr, sehr leger bist, ne, und sehr tolerant. Ich bin da nicht tolerant. Also die müssen singen können. Zum Beispiel dieser Alexander, also es tut mir leid, ich schaue immer in das Gesicht des Ralf Schumachers, also immer so gewisse... stimmt, gute Ähnlichkeit, ja. Das ist das Plassierte, dieses Perfekte und dieses, ich mag es halt einfach nicht. Ja. Das ist mal zu, alles zu perfekt. Und diese Juliette, das wissen wir ja, das ist sowieso schon gewisse Vor... Also würdest du denn wünschen, dass Daniel Kübelböck der Gewinner wird von der würdest du? Ja. Ich würde es mal wünschen. Du würdest es dir wünschen. Nichts dagegen. Und du fandst ihn auch, ich habe das leider heute nicht bei Kerner gesehen. Fandst du es gut bei Kerner, seinen Auftritt? Ich fand es sehr gut. Also er wurde wieder niedergemacht da von einem, der da, ich weiß gar nicht, was der war, irgendwas bei Bohlen, irgendwie so mit Musikgeschichte geschrieben hat. Er hat ihn ziemlich niedergemacht. Ja. Aber ich fand sehr gut die Dagmar Koller, die da neben ihm saß, die hat ja zu ihm gestanden. Mhm. Also die, wie so eine halbe Mutter, hat ihm da, ja, geh deinen Weg und du machst es. Also ich habe vorhin nur eine Sims bekommen von einem guten Freund, der es gesehen hat und der fand's grottig. Der fand's schrecklich. Ich glaube, dass da ein gewisser Mentalitätsunterschied da ist. Ja. Naja, also gut, wir müssen, wir leben ja in einem freien Land und dürfen alle unsere Meinung sagen. Du findest ihn gut, ich finde ihn nicht gut, manche finden ihn fürchterlich, viele heben ihn in den Himmel und so weiter. So ist es halt. Ja, aber ich finde es einfach nicht gut, den jungen Menschen fertig zu machen bis aufs Letzte. Man sollte ihm seine Chancen geben. Der ist 17 Jahre alt. Aber der junge Mensch hat sich auch freiwillig in diese Maschine hineinbegeben. Und dann muss er das auch aushalten, wenn er kritisiert wird und wenn da all sowas auf ihn einprasselt. Ne? Das ist schon richtig. Er wurde ja nicht gezwungen dazu. Ne? Das ist einerseits richtig, aber ich finde, solche Leute wie Alexander und Juliette, die haben wir en masse. Ja. Die haben wir en masse, die gibt's
wirklich wie... Ich weiß, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber jetzt will ich doch noch einen ernsten Satz sagen. Ich weiß gar nicht, was bei diesem Daniel übrig bleibt, außer... Was kann er? Er ist nicht komisch in dem Sinne, er ist kein Entertain-Talent. Was ist es? Nur weil er mal ein bisschen lacht oder unkonventionell auf der Bühne sich benimmt? Was könnte daraus hinterher beruflich resultieren für ihn? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na gut, das ist das eine, das ist schon richtig, aber andererseits braucht man Komiker, braucht man Kabarettisten und sonst was und er macht so eine gewisse Mischung aus allem. Nun gut, also wir machen einen Schlussstrich. Elgin aus München ist ein Fan von Daniel und drückt Daniel die Daumen, dass Daniel der Superstar wird. Ja, so Fan ist jetzt übertrieben, aber ich finde, man sollte ihn etwas schützen und nicht wo wir auf ihn loshaken. Okay. Abgebombt. Aber wo du gerade dran bist und eine Seherin dieser Sendung bist, was sagst du denn zu diesem Herrn Sprengelmann, wie er heißt, dass er heute verurteilt wurde, gestern verurteilt wurde? Hast du es mitbekommen? Also das finde ich alles nur Klamauk. Also das ist alles nur damit irgendwo, dass er in die Öffentlichkeit kommt, meines Erachtens. Also, naja, da kommt er aber jetzt schlecht an die Öffentlichkeit. Das ist ja negativ. Ne? Ja, sicher. Und da wollen sich halt irgendwelche Frauen dran reiben, die da irgendwo wieder einen Reibach machen. Also aber du findest sie nach wie vor gut? Okay. Kann ich gar nichts dazu gar nicht sagen. Okay. Elgin, danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Okay, ciao, weiter so ansonsten. Dankeschön, schöne Grüße nach München. Tschüss. Ja, ciao dir. Jetzt geht's weiter mit Nora, 17. Ja, hallo. Guten Morgen, Nora. 17 Jahre alt. Und dein Thema? Ich bin letzten Sommer von meinem Ex-Freund vergewaltigt worden. Mhm. Von deinem Ex-Freund? Das heißt, warst du da noch mit ihm zusammen damals? Ja. Mhm. Mhm. Was ist genau passiert? Ja, ich habe ihn zu Hause besucht. Wir haben eigentlich geplant gehabt, miteinander zu schlafen. Mhm. Ich habe einen Glückzieher gemacht. Ich habe einfach Schiss gekriegt und... Warum hast du Schiss gekriegt? Weil es mein erstes Mal war und... Wie lange wart ihr denn schon zusammen? 3 Monate. Mhm. Ja, ich wollte einfach noch warten und das hat er nicht akzeptiert und... Naja. Dann hat er es mit Gewalt gemacht. Mhm. Er hat mich erst geschlagen und ich habe mich dann gewehrt. Mhm. Wollte dann auch gehen. Ich bin dann aus dem Zimmer raus und dann hat er mich wieder zurück in sein Zimmer gezogen. War das bei ihm in der Wohnung? Mhm. Mhm. Und dann hat er mit Gewalt, unter Gewaltanwendung mit dir geschlafen? Ja. Er hat dich richtig festgehalten an den Armen? Er hat meine Hände ans Bett gefesselt. Hat die Hände ans Bett gefesselt? Mhm. Ja, weil ich mich halt gewehrt habe, weil ich das nicht wollte. Und hast du dich gewehrt, während er dich fesseln wollte? Ja, ich habe immer wieder versucht, ihn wegzuschubsen. Und hast du geschrien auch? Ja, es war aber niemand zu Hause. Mhm. Also seine Eltern waren nicht da. Ach, er wohnt bei seinen Eltern noch? Ja. Mhm. Dann hat er dich ein Muttersöhnchen. Bitte? Er ist ein Muttersöhnchen, schon immer gewesen. Mhm. Wie alt ist er? 21 jetzt. 21. Er hat dich gefesselt an das Bett und hat dich dann mit dir geschlafen, dich vergewaltigt. Wie lange dauerte die Tortur für dich? Also mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Hm. Hast du Schmerzen? Wahrscheinlich. Hm? Wahrscheinlich war es nicht wirklich lange, ich weiß es gar nicht. Hast du Schmerzen gehabt? Ja. Hm. So, und dann, wie ging das dann weiter? Hat er dich losgebunden und hat er noch irgendwas gesagt? Hast du geredet? Wie war das? Ich bin gegangen. Ich hab keinen Ton mehr gesagt. Er hat gesagt, ich rufe dich an. Er hat mich angerufen, hat sich 1000 Mal entschuldigt. Ach, das hat er hinterher getan? Ja. Unmittelbar darauf oder erst ein paar Tage später? Ein paar Tage später. Mhm. Ja, aber da hatte ich... Ich bin, nachdem ich bei ihm war, zu einer Freundin gefahren und habe ihr das halt eben alles erzählt. Mhm. Und sie ist dann zur Polizei gegangen, weil ich habe mich nicht getraut, eine Anzeige zu machen, weil ich mich dafür geschämt habe und
Ja, aber die Freundin ist dann direkt zur Polizei gegangen. Nicht am gleichen Tag mehr, also am nächsten Tag erst. Ich habe sie versucht davon abzuhalten, weil ich das nicht wollte. Ja. Was ist denn daraus geworden, aus dieser Polizeibenachrichtigung? Sie haben mich eingeladen. Mhm. Sie hat denen halt eben meine Handynummer gegeben. Ja. Ich hatte einen Termin gekriegt, da sollte ich hinkommen, ansonsten würden sie meine Eltern informieren. Mhm. Und das wollte ich ja auf jeden Fall vermeiden. Mhm. Und ich bin dann da hingegangen und sollte dann die Aussage, die meine Freundin gemacht hat, vor zwei Polizisten bestätigen. Ja. Und da habe ich mich halt eben geweigert, weil ich, also die wollten wissen, was passiert ist, das haben sie mich gefragt. Ich denke, ich hätte es gemacht, wenn es eine Polizistin gewesen wäre, aber es waren zwei Polizisten und da habe ich gar kein Wort rausgekriegt. Gar nichts. Das heißt, du hast es auch nicht abgestritten? Ich habe es erst versucht, aber im Nachhinein habe ich sowieso dass es eigentlich nichts bringt, weil sie haben dann meine Eltern auch schon angerufen. Also weil sie es... Was ist geworden aus der... Hast du bei der Polizei nicht nur... Hast du gar nichts gesagt oder hast du letztendlich gesagt, nee, es stimmt alles nicht? Ja, beides. Also ich hab's erst versucht abzustreiten, wo die mich drauf angesprochen haben. Ja. Ja, aber dann bin ich halt eben total zusammengebrochen, angefangen zu heulen und so und war auch super fertig. Das heißt, da haben die schon gemerkt, das stimmt doch. Die sind halt nicht ganz so blöd. Ja. Was ist denn jetzt aus dieser Polizeisache geworden? Ich bin zu einer Beratungsstelle gegangen, die sich mit Prozessbegleitung auskennen, die das auch machen, die für einen dann da sind bei dem Prozess und so. Da bin ich seitdem einmal in der Woche für eine Stunde. Ach so, das heißt also, es gibt wirklich eine Anzeige. Hast du auch Anzeige erstattet? Ich selber noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich merke das selber. Also ich bin jetzt schon, seitdem das passiert ist das ist eine Beratungsstelle, sie heißt Zartbitter. Ja. Und da bin ich, seitdem es passiert ist und selbst mit meiner Therapeutin, mit der ich da rede, habe ich so noch nicht mit ihr darüber gesprochen. Sie ist mit mir zu einer Anwältin gefahren, halt sich mit solchen Fällen auskennt. Also es ist ja schon mal sehr gut, dass du bist in guten Händen, das heißt, es kümmert sich jemand um dich. Also auch was die seelische Verletzung betrifft. Und es ist da auch so etwas man leitet da sowas in die Wege oder du leitest was in die Wege, dass es auch juristisch geahndet wird, das Ganze. Das heißt, es könnte sein, dass irgendwann du soweit bist und eine Anzeige erstattet wird und das Ganze vor Gericht kommt. Ja, es könnte sein, aber ich bin mir da halt eben nicht mehr so sicher. Also ich habe jetzt mit einem guten Freund geredet, auch heute noch. Und er versteht es nicht, warum ich das nicht machen will. Mhm. Er meint, ich schütze ihn damit und er kann so weitermachen. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob er weitermacht. Ich meine, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr wieder gesehen. Ja. Was bremst dich denn davor oder davon ab, diesen juristischen Schritt einzuleiten? Ich habe Angst davor. Ich habe Angst vor der Aussage. Ich habe Angst davor, dass er wiederkommen wird und sich rächen wird. Mhm. Wobei... du ja schon sehr weit bist, auch im Aussprechen dessen, was dir da passiert ist. Immerhin hast du jetzt auch hier angerufen und es hier erzählt, was ja auch eine große Überwindung, glaube ich, sicherlich für dich ist. Ich bin ein fremder Mensch und du bist hier in der Öffentlichkeit und das so zu erzählen, finde ich schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Ich habe schon mal bei der Telefonseelsorge angerufen. Mhm. Durch die bin ich halt eben auch an diese Beratungsstelle gekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, ist mir halt eben dadurch, dass ich über das Telefon spreche. Ist es ein bisschen einfacher, verstehe ich. Es ist einfacher. Aber immerhin nur. Einfacher auch als klar, aber bei Anwälten oder so. Klar, verstehe ich. Aber es ist ein Schritt. Es ist ein Schritt immer weiter, wenn man das schon mal kann. Also ich finde gut, was du alles gemacht hast bisher, was du eingeleitet hast. Und ich fände auch gut, wenn du geschützt und gestützt und unterstützt von Fachleuten um dich herum, wenn du diese Anzeige erstatten würdest. Weil ich finde, dass jemand, der so etwas macht, der gehört wirklich bestraft. Und der muss in Schwierigkeiten kommen.
Und der soll das richtig lernen, dass er da eine ganz, ganz schlimme Sache gemacht hat und ein richtiges Verbrechen begangen hat. Aber ich habe keine Beweise dafür. Mhm. Ich bin danach nicht zum Arzt gegangen, weil ich mich nicht getraut habe. Und aber wenn er das abstreitet, dann kriegt er vielleicht 1,5 Jahre. Mhm. Vielleicht dann noch auf Bewährung, wenn er nicht vorbestraft wird, das weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Aber das sind ja so Sachen, ich bin ja kein Jurist. Das kannst du ja mit den Leuten, die sich gerade in solchen Fällen noch auskennen, wo man das nicht so klar beweisen kann. Das kannst du mit diesen Anwälten oder mit den Beratern, mit denen du in Kontakt bist, ja irgendwann auch mal ganz detailliert besprechen, welche Wirkung das haben kann. Vielleicht hat es aber allein schon eine ganz große Wirkung für dich, auch wenn es anfänglich sehr schwer ist für dich. Vielleicht ist es auch eine Genugtuung. Vielleicht. Denn der hat ja was Schlimmes mit dir gemacht. Der hat dich ja wirklich massiv verletzt und gedemütigt. Er hat mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Ja, total, total. Also ich möchte dich von meiner Seite aus ermutigen dazu, Nora, wenn du dazu stabil genug bist und wenn du gute Leute an deiner Seite hast, das zu tun. Weil dieses Schwein gehört bestraft, sagen wir es richtig, ganz klar. Die Anzeige werde ich erst nach meiner Therapie machen. Ja, mach das, wenn du richtig seelisch stabil bist. Nicht, dass du nochmal jetzt in Schwierigkeiten gerätst. Du musst erstmal mit beiden Beinen auf der Erde wirklich stehen. Mhm. Ich habe eine tolle Psychologin hier im Hintergrund bei mir heute Nacht, die Anna. Ich möchte gerne, dass du mit ihr auch noch ein bisschen darüber sprichst und darüber berätst, was zu tun ist. Dann hast du noch eine Meinung mehr, kann ja nicht schaden. Ja. Ja? Mhm. So machen wir es, Nora. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Du legst, ja. Du legst bitte auf und wir rufen gleich an. Das heißt die Anna. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Julia, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja? Ja. Hallo. Hallo Julia. Hallo. Über was reden wir? Ja. Hallo? Ja, ich bin da. Ja. ich wollte anrufen, denn ich bin sehr oft fremd gegangen. Also ich in meiner Beziehung. Bist du noch in dieser Beziehung? Ja. Wie lange gibt es die Beziehung schon? Das ist ja seit drei Jahren. Hey, lange Zeit für dein Alter. Und deine erste Beziehung? Ja, das ist die erste Beziehung. Vorher lief nichts. Nee, wir kennen uns seit 6 Jahren eigentlich. Mhm. Und ja, es war eine sehr schöne Zeit, aber irgendwie gehe ich zu oft fremd. So, jetzt wollen wir beide mal Klartext reden. Ne? Ja. Wie oft bist du denn jetzt in diesen 3 Jahren? In diesen 3 Jahren ganze 8 Mal. 8 Mal schon? Ja. Immer mit anderen Männern oder hast du da einen festen Partner? Nee, das sind immer verschieden. Also es gibt keinen festen und... Sind das so eine Nachtgeschichten? Ja, nur eine Nacht. Also und ich bereue das danach und ich fühle mich irgendwie schuldig, dass ich das getan habe. Und dann erzähle ich ihm davon. Also ich kann das nicht in mir innen lassen. Also dann erzähle ich ihm das davon. Das heißt, von diesen 8 Fehltritten weiß er Bescheid? Ja, ja. Über diese 8 Fehltritte weiß er Bescheid. Wie hat er darauf reagiert? Dass ja, also beim ersten Mal habe ich ihm erzählt, da waren wir 8 Monate gerade zusammen. Mhm. Und da war er schon erschrocken. Also da hat gesagt, okay, dieses erste Mal kann ich dir verzeihen, ist okay dann. Danach lief das und lief, ich weiß nicht, ich konnte mich nicht stoppen. Das hat er beim ersten Mal, hat er gesagt, okay, das kann ich dir nochmal verzeihen. Ja. Was hat er denn beim 8. Mal gesagt? Ja, jetzt glaube ich, ich mache die Beziehung kaputt, alles, weil ich liebe ihn, aber ich muss das tun, ich weiß nicht, es ist so ein... Ja, jetzt war meine Frage erstmal, was er gesagt hat beim 8. Mal. Bei 8 Mal war es sehr sauer. Also. Mhm. Und, Julia, die Frage ist ja nun wirklich, warum machst du das? Warum? Ich frage mich auch danach, wieso tue ich? Ich habe eine tolle Beziehung und der war für mich immer da. Also, du hast deinen Freund sehr lieb? Ja, sehr. Also, und sexuell versteht ihr beide euch auch gut? Ja, auch gut. Du schläfst gerne mit deinem Freund? Wie bitte? Du schläfst gerne mit deinem Freund? Ja, sehr gerne. Also, wie alt ist dein Freund eigentlich? Mein Freund ist 19. Ja. Also da ist Leidenschaft und Erregung, alles da, was sein muss. Alles, muss, alles. Ja. Also ganz normal. Und du hast überhaupt gar keine Ahnung, woher das kommt. Ist das eine
keine Ahnung. Eine Übergier nach Es ist so ein Gefühl, komm da, ich muss das tun. Oder wenn es nur ein kleiner Streit gibt, dann ziehe ich irgendwo mal weg, gehe ich mal ein bisschen mal. Ach so, um ihm dann einen auszuwischen? Nee, nicht, dass ich mal, wie soll ich das sagen, ich kann das nicht erklären. Es kommt so ein Gefühl oder eine innere Stimme sagt, du musst es tun. Und danach weine ich und bereue das Ganze und sage, wieso habe ich das getan? Ist es denn vielleicht, oder ist es so eine doch große, ja, ich sag mal, Gier nach anderer Sexualität? Wie bitte, das habe ich dazu? Ja, ist das noch ein besonderer Drang nach anderer Sexualität, die du erfahren möchtest? Nee, ich weiß nicht, wie das. Ich kann das auch selber nicht begreifen, wieso tue ich das. Gefällt dir das dann, wenn du mit den anderen Männern schläfst? Ja, bis ich das tue, aber danach ärgere ich mich daran. Also, ja, und sexuell ist das für dich dann auch eine Erfüllung? Wie bitte? Ich sag, sexuell ist das für dich, wenn du das dann machst mit den Männern, mit denen du fremd gehst, ja. ist es gut sexuell, während du es machst? Ja, aber danach dann. Danach dann nicht, ist mir klar. Ja, danach fühle ich mich dann irgendwie, ehrlich gesagt, scheiße und hab davon Angst, wieso habe ich das getan oder sowas. Hast du mal darüber nachgedacht, ob sind das bestimmte Situationen, Lebenssituationen, in denen du bist, wenn das passiert? Bist du da besonders traurig oder wütend oder alleine oder irgend sowas? Nee, also im Gegenteil, der ist immer bei mir, der ist für mich immer da. Mhm. Also ich weiß auch nicht selber den Grund, wieso das ich tue. Mhm. So, und dir einfach aufzuerlegen, so nach dem Motto, eine Frau, ein Wort, Julia sagt zu sich selbst, ich gefährde nicht meine Beziehung, ich höre jetzt damit auf, das kannst du nicht? Ich versuche es ja auch selbst zu sagen, jetzt machst du nicht mehr. Du siehst, du machst alles kaputt, der ist der Beste und ist der treueste Mann, das man gibt. Also ist für mich immer da, er steht immer hinter mir und er hat alles mit mir durchgemacht. Also, ja. Weißt du, ich will mal was sagen. Mir geht's nicht in den Kopf, also ich glaube einfach nicht, dass man so willenlos bestimmt wird, dass man sagt, es überkommt mich, und ich muss fremd gehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man selbst immer sagen kann, Punkt. Bis hier und nicht weiter. Du bist eine erwachsene junge Frau und du kannst über dich bestimmen. Und wenn dir deine Beziehung, von der du gerade gesprochen hast, so viel wert ist und dir den Mann, deinen Freund so gerne hast, muss das verdammt nochmal gehen, dass du dir selbst sagst und das verbietest, ich mache es nicht mehr. Ja. Finde ich. Es sei denn, da ist irgendwie was anderes im Busch noch. Das weiß ich ja nicht. Ich versuche das ja in den Griff zu kriegen, aber ich weiß jetzt nicht, ich bekomme da so ein, nenne ich das mal. So, um herauszubekommen, ob da irgendwie was anderes noch hintersteckt, was vielleicht die Ursache ist, dass du dem so ausgesetzt bist, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Mhm. Ist das okay? Ja. Ja? Dann legst du auf und Anna ruft dich gleich an. Mhm. Gut, okay. Julia. Alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Thorsten, 33. Guten Morgen. Hallo, 23. Ja. Hey. Hier 10 Jahre älter, hä? Hier steht 33. Dachte ich, so ein alter Sack hier mit 33. Hallo Domian, zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Thema Tatortstraße. Nee. Da Thorsten 2 Jahre alles auf der Straße gelebt hat. Also da hat man es auch schon über meine Frau. Darum geht es heute auch. Ja. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz. Dankeschön. Bitte? Dankeschön. Also es geht darum, dass ich und meine Frau, wir sind jetzt schon bald 3 Jahre verheiratet, am 31. März. Ja. Und es kriselt halt schon längere Zeit in unserer Beziehung, hauptsächlich wegen Kleinigkeiten. Da kann man zwar jetzt lachen, aber die Kleinigkeiten eskalieren dann zum großen Streit, ja. Mhm. Also es ist wirklich sowas, auf Deutsch gesagt, Dummes, dass sie hängt, sagen wir mal, wie eine Kletter an mir, ja. Mhm. Es ist zwar auch schön, weil ich weiß, dass sie mich liebt und so, ja. Ja. Aber es geht darum, wenn ich jetzt morgens aufstehe und ich schlafe mal ein bisschen länger, wenn es nach ihr ging, müsste ich mit ihr aufstehen, mit ihr ins Bett gehen und
alle 24 Stunden am, also am Tag und Nacht mit ihr zu verbringen, ja. Also das ist manchmal dann so, bevor der Streit so arg eskaliert, ist es dann so, dass ich als rausgehe, ja, dass ich fortgehe und, und manche sagen, ach, ich gehe jetzt fort feiern, aber ich muss einfach raus, ob ich jetzt feiern gehe oder nicht, um Ablenkung zu finden, weil ich nicht will, dass es noch mehr eskaliert, ja, weil das haben wir. Ich weiß nicht, ob man das als Krankheit sehen kann, von beiden Seiten oder von ihrer Seite, aber... Ja, was hängt ihr auch sehr viel aufeinander? Das heißt, ihr seid viel zu Hause. Sagen wir mal, ja, das ist halt so, meine Frau ist, sagen wir mal, mehr ein Stubenhocker und ich bin halt mehr der Mensch, der auch mal gerne weggeht, ja. Nee, ich meine, bist du berufstätig? Momentan nicht, nee, das ist vielleicht auch ein Grund, erstmal ist dann noch... Das meinte ich jetzt gerade. Darum, ja. Und deine Frau ist auch nicht berufstätig? Nee, also sie ist Hausfrau, ne? die ist ja jetzt nochmal schwanger, wir haben schon eine Tochter. Ja, ist sie auch in deinem Alter ungefähr? Sie ist 3 Jahre jünger. 20 Jahre alt. Ja. Mhm. Also wir haben sehr, sehr früh geheiratet. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch keine riesengroße Wohnung? Doch, 77 Quadratmeter. 77, ne, okay, eine normale Wohnung. Ja. Du bist den ganzen Tag zu Hause, du bist arbeitslos? Ja, aber es ist nicht so, dass ich mich halt nicht um Arbeit kümmere, ja. Also ja. Ich kümmere mich auch. Und als Hobby schreibe ich halt auch Texte und mache Musik und so, ne? Ja. Sag doch noch ein paar Beispiele, wo es so eskaliert, wo ihr aneinander geratet. Das ist also, ich liege jetzt abends da, so wie jetzt, ja. Mhm. Sie liegt zwar gerade neben mir, aber ich liege jetzt da und gucke Fernsehen. Mhm. Oder ein Film, der mich interessiert. Sie kommt jetzt raus, das ist aber, das wird manchmal noch schlimmer. Sie kommt jetzt raus und sagt, Schatz, wann kommst du ins Bett? Mhm. Sag ich, komme nach dem Film. Mhm. Eine halbe Stunde, wenn es zu lange dauert, kommt sie wieder raus und sagt, kommst du jetzt ins Bett, Schatz, sage ich. Ich habe dir doch gesagt, ich gucke einen Film fertig. Und das regt mich dann so auf, dass ich halt auch gegengehe, ja. Und dann gibt es Nachtschreiereien, dass wir auch schon Abmahnung bekommen haben von unserem Vermieter und so, ne? Und das. Aber das hört sich ja wirklich so an, als hättet ihr euch doch ziemlich verzahnt ineinander. Und ja, das ist, ich sag mal, sie eher, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie nicht liebe, aber sie krallt sich zu arg an mir fest, sage ich mal, ja. Das ist, Liebst du deine Frau noch? Ich liebe sie auf jeden Fall, ja. Und also meine Mutter sagt immer, meine Mutter auf das Thema will ich gerne zurückkommen, wir können nicht miteinander, nicht ohneinander, aber von mir aus sage ich, wir können mehr nicht ohneinander, ja. Weil ich kann ohne sie kann ich überhaupt nicht, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so Kleinigkeiten, die ja dann auch wiederum keine Kleinigkeiten sind, wie du es gerade beschrieben hast, dass die zunehmend zu einer großen Belastung werden in einer Beziehung, in einer Ehe. Genau, und darüber mache ich mir halt auch Gedanken, so, weil ich davor Angst habe, ich will sie auch nicht verlieren, wegen solchen Kleinigkeiten. Ja, und das überlegt, andere Frauen werden von ihren Männern geschlagen und haben Angst, ja, irgendwas zu sagen und sind dem Druck jahrelang ausgesetzt. Und das, ich habe so eine klasse Frau und muss darunter leiden, wegen so 14, ja, auf Deutsch gesagt. Und das kann natürlich auch sehr zermürbend werden. Und irgendwann kann es richtig krachen und eskalieren. Ich empfehle euch dringend, zu einer Eheberatung zu gehen. Das haben wir schon probiert. Wie viel Mal wart ihr da? Einmal, ja. Einmal? Ja, weil ich habe es dann abgebrochen, weil es ist halt so, mir ging es da zu dieser Zeit am psychisch nicht gut, ja, weil ich Depressionen hatte und war dann auch in ärztlicher Behandlung. Und da ist auch viel, durch so Kleinigkeiten ist es zu dieser Krankheit, kann man mal sagen, gekommen, sage ich mal auch, ja, weil ich halt irgendwann habe ich dann da gesessen, wo es mir wirklich schlecht ging, dass ich auf nichts mehr Lust hatte, ich habe dann nur noch nichts mehr gesagt, da gesessen und alles in mich reingefressen, ja, und das war halt ein Fehler. Ja. Zum Glück bin ich momentan so stark, dass ich das gar nicht mehr anfangen will. Gut, Thorsten, aber irgendwas muss passieren. Ihr sitzt da in eurer Soße, sage ich jetzt mal, und kommt nicht raus alleine. Verständlicherweise passiert vielen Paaren so. Das heißt, es muss irgendwas von außen geschehen. Entweder das geht jetzt nur, indem ihr zusammen zu einer Eheberatung geht oder dass jemand einzeln von euch, du einzeln oder deine Frau einzeln zu irgendeinem Therapeuten oder so, ne? In eine Beratung geht. Ja, nur so geht es, dass ihr von außen. Ja, gibt es Einzel-Eheberatung oder so, oder dass man zu einer Eheberatung dann getrennt hingeht? Man kann da auch getrennt hingehen, natürlich. Ja, kann man. Das soll ich ja mal kurz meine Frau geben, oder? Nee, das müssen wir vielleicht gar nicht weiter jetzt vertiefen, okay. Denn ich denke, ihr müsst euch von außen Hilfe suchen. Da muss jetzt jemand moderieren, koordinieren, von außen eingreifen und euch ein bisschen auseinanderwursteln und fuseln. Ich glaube, dass ihr so verwurstelt ineinander seid, dass ihr das gar nicht alleine könnt. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Wir sind hier gerne behilflich oder euch behilflich, da den entsprechenden Ansprechpartner in eurer Region zu finden. Das heißt, ja, ich will sie ehrlich nicht verlieren, ne? Genau, das heißt, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an, Thorsten. Okay, ich danke dir. Okay. Mach weiter so und viel Glück im weiteren Leben. Gott schütze dich. Dankeschön. Schönen Gruß an deine Frau. Tschüss. Willi
43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja, Willi. Ich bin dran. Ja. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Dormian, ich sterbe bald. Das meinst du jetzt ernst? Das meine ich im Ernst, ja. Mhm. Ich verstehe dich kaum. Ja, das wird schon jetzt gehen. Was ist los? Bist du sehr schwer krank? Ja. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren aus Versehen Grillreiniger getrunken. Grillreiniger? Ja. Aus Versehen getrunken? Wie? Aus Versehen, ja. Ich bin des Nachts aufgewacht, habe etwas zu trinken gesucht und habe dann eine Flasche erwischt und da war halt das Falsche drin. Aber schmeckt man denn das nicht in der ersten Sekunde, dass da irgendwas nicht stimmt und man spuckt es nicht? Oh ja, oh ja, das schmeckt man in der ersten Sekunde sehr wohl. Ich habe mich sofort ergeben. Ja. Ja, aber es hat nichts genutzt. Das heißt, du hast schon... Nachdem ich mich dann erbrochen hatte, ja, bin ich dann bewusstlos zusammengebrochen. Und mein Mann hat dann den Notarzt rufen müssen und ich bin dann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das heißt, Lass mich mal eben fragen. Du bist ein bisschen lauter, ich verstehe dich nicht. Das heißt, einen Schluck hast du quasi schon runtergeschluckt gehabt. Ja. Und das hast du erbrochen. Ja. Das muss also ein Teufelszeug gewesen sein. Ja. Mhm. Du hast ja, mein Mann arbeitet in einem Grillimbiss und der hatte das mit nach Hause gebracht, aber in einer Limonadenflasche. Mhm. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen und bist ins Koma gefallen. Ja. Wie lange? Wie lange war ich da im Koma? Ich glaube 3 Wochen, 4 Wochen. So lange? Ja. Das Ganze war vor 3 Jahren. Und ich habe in dieser Zeit, als ich in diesem Koma lag, habe ich zweimal bin ich gestorben in dieser Zeit. Und das habe ich in diesem Koma erlebt. Das habe ich gemerkt. Wie hast du das gemerkt? Ich hatte Visionen. Als ich das erste Mal abgetreten bin, wie soll ich das beschreiben? Bin ich in einem schwarzen Kasten durchs Weltall geflogen. Mhm. Ja? So habe ich das erlebt. War das ein gutes Gefühl oder ein angstbesessenes Bisschen Gefühl? Bisschen lauter bitte. War das ein gutes Gefühl oder war es ein Gefühl? Es war ein befreiendes Gefühl. Mhm. Es war nicht schlecht. Das Ganze liegt. Deswegen habe ich auch heute keine Angst mehr vorm Sterben. Das Ganze liegt jetzt 3 Jahre zurück. Heißt das, dass du von der damaligen Verletzung, von dem Unfall so geschädigt bist, dass du jetzt schwerst krank und lebensbedrohlich krank bist? Ja, lebensbedrohlich will ich nicht sagen, aber ich kann halt keine feste Nahrung mehr zu mir nehmen. Aber du hast gerade am Anfang zu mir gesagt, ich sterbe bald. Ja. Also doch lebensbedrohlich. Ja, lebensbedrohlich deshalb. Entschuldigung. Mein Magenausgang ist sehr verengt. Mhm. Ja, normalerweise ist der Magenausgang 21 mm breit. Mhm. Meiner ist noch 7. Mhm. Also um 2/3 reduziert. Ja. So, dieses ist eine Folge von dem Unfall damals. Ja. Mhm. Dadurch hat sich der Magenausgang verengt. Mhm. So. Und da ich vorher auch schon Magengeschwüre hatte, ja, die allerdings schon verheilt waren, also, ne, aber die sind ja immer noch da, sind die wieder aufgebrochen. Ja. Ja. Das heißt, du hast dich 3 Jahre mit den Folgen dieses Unfalls herumgeschlagen. Ein bisschen lauter, ich verstehe kaum. Ich verstehe gar nicht, dass du mich nicht verstehst. Alle verstehen mich immer. Ja, vielleicht liegt das auch an meinem blöden Handy. Vielleicht. Das heißt, du hast dich 3 Jahre mit den Folgen dieser Erkrankung rumgeschlagen. Jetzt war das gerade ein bisschen missverständlich. Wie ist dein aktueller Gesundheitszustand? Wie würdest du ihn beschreiben? Mein aktueller Gesundheitszustand ist, ich bin sehr schlapp,
ich bringe überhaupt nichts auf die Reihe, noch nicht mal Haushaltsarbeit, was meinen Mann sehr belastet. Ich lebe mit einem Mann zusammen seit 14 Jahren. Mhm. Ja. Und er ist 7 Jahre jünger als ich. Mhm. Und das belastet ihn natürlich auch sehr. Weil er geht arbeiten, er verdient das Geld, ich sitze nur zu Hause. Nun hast du gerade gesagt, ich spreche mal ein bisschen lauter, damit du mich verstehst, dass du kannst nur flüssige Nahrung zu dir nehmen. Ja, Suppe. Mhm. Du bist aber in permanenter ärztlicher Betreuung. Nein. Warum nicht? Tja, weil es nichts bringt. Was soll? Sie können ja sowieso nur das Gleiche feststellen. Mhm. Aber ich frage das jetzt nochmal, weil ich am Anfang gerade sehr erschrocken war. Das heißt nicht, dass du aufgrund dieses Leidens, was dich sehr belastet, verständlicherweise, in absehbarer Zeit versterben wirst. Was? Dieses Leiden, was du hast, führt aber nicht dazu, dass du in absehbarer Zeit sterben wirst. Doch, das sehe ich mal so. Mhm. Weil ich habe in den letzten... sag ich mal, 12 Monaten habe ich ungefähr die Hälfte meines Körpergewichts verloren. Mhm. Ich habe jetzt noch ungefähr, ich habe mich jetzt schon nicht mehr auf die Waage getraut, weil ich da Angst vor habe. Ja. Aber ich schätze mal, so 48 Kilo habe ich wohl noch. Mhm. Bei einer Größe? Und ich bin 1,80 groß. Ach, 1,80, ja. Mhm. Ja, und das sagt schon viele, glaube ich. Ich möchte Folgendes vorschlagen. Wir tun uns ja ein bisschen schwer mit dem Gespräch, weil du mich offensichtlich auch nicht richtig verstehst. Irgendwie, ja, du kommst sehr leise an mir. Deswegen möchte ich das mal abbrechen. Das ist für dich sehr anstrengend und für mich ist es auch anstrengend, weil ich alles mal mehrfach sagen muss. Ja. Und wir rufen dich gleich nochmal neu an. Vielleicht schaffen wir das mit einer neuen Leitung. Machen wir das so, Willi? Das wäre nett. Okay, dann leg du bitte auf. Auf Wiederhören. Ich danke dir, Dom. Tschüss. Selina, 33. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Selina. Ich hoffe, dass du mich gut verstehst. Ja, Domian, den Fernseher mache ich gerade leise. Ja, so muss es sein. Hallo. Also hat es noch gereicht für heute. Als erstes mal schnell etwas zu dir. Ich finde deine Sendung super, ich schaue sie immer. Dankeschön. Und endlich bin ich mal durchgekommen. Ja, wunderbar. Aber wir wollen uns nicht aufhalten mit langen Vorreden, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Um was geht's denn, Selina? Ich verstehe dich sehr schlecht. Darf ich den Fernseher ein bisschen anmachen? Ich verstehe dich sehr schlecht. Ich glaube, dann liegt es doch irgendwie an unseren Leitungen hier. Also ich hoffe, wir haben kein Echo. Doch, wir werden gleich. Sorry, Domian, tut mir leid. Um was geht's denn? Also, pass auf. Ich habe heute Abend geschaut. Und ich habe deinen Kommentar über den berühmten Daniel K. Ja. gehört, natürlich, ja. Ja, natürlich. Und ich teile deine Meinung, natürlich, wie immer, dass der natürlich scheiße ist, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen. Ja, so wollen wir es nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass man die Sendung Deutschland sucht den Superstar umtaufen sollte. In Deutschland sucht den Superkasper. So. Ja. Ja, schöne Idee. Das wäre doch optimal. Sehr schön. Ja. Deutschland sucht den Superkasper. Nicht den Suppenkasper, ne? Sondern den Superkasper. Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee. Ja. Weil es ist doch so, Domian, weil... Ich meine, man sucht ja Leute, wo singen können, ja? Ja. Und ich meine, warum verurteilt man Leute, die singen können, wie die Juliette oder den Daniel L., ja, der rausgeflogen ist, oder die Grazia? Selina, jetzt muss ich also ganz radikal unterbrechen. Ich weiß, ich habe auf die Uhr geschaut, ja, Domian. Deine Idee ist rübergekommen und das ist wunderbar und ich muss mich leider verabschieden von dir. Okay, ciao. Alles Gute Liebe. Nacht. Tschüss. Bye, ciao. Ich glaube, wir müssen unsere Leitung reparieren. Niemand versteht mich richtig. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Leuten. Diese Woche Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Annette Bastian, Ove Petersen, Dorit Herber, Christian Part, Corinna Mindermann und Heide Schweizer. Und unsere Themen nächste Woche lauten: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Jetzt reicht's. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: Ich habe es nur für meinen Partner getan.
So, ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie immer 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.